Das ist tatsächlich strange, das hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass das wirklich so krass ist. Und dann, wenn ich ans Gas gehe, dann passiert halt bei der 600er nichts, wo er bei der 1000er gerade volles Drehmoment anliegt. Low-Budget-Projekt, das finale Video. Wir sind hier im Automotodrom Grobnik und testen heute für euch, oder besser gesagt für einen der Gewinner von diesem Motorrad, dieses Motorrad. Wir haben ja einiges umgebaut, die Bremse und das Fahrwerk. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das Video gerne noch an. Und hier testen wir das Ganze jetzt, wie es funktioniert. Wir haben jetzt da drin reifentechnisch Michelin vorne den 120er logischerweise in Medium und auf der, also den Performance League, und auf der Hinterachse haben wir den 190er, dann haben wir den Medium Hard drauf. So, Fahrwerk habt ihr schon gesehen, das Video, sonst ist alles Standard, wir haben nichts verändert. Das Motorrad macht jetzt einen guten Eindruck und wir haben jetzt mal die Reifen aufgeheizt, wir haben die Insta-Kamera drauf, die Onboard-Kamera, und jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich bin gespannt, ich bin ja ein bisschen verwöhnt, ihr kennt mich ja, viele sagen ja, der Meinl kann eh nicht Motorrad fahren, wenn es mal auf Oldschool geht. Ich bin ja verwöhnt von Elektronik und Schlüpper und so weiter. Hier haben wir gar nichts, wir haben weder eine Anti-Hopping-Kupplung, wir müssen kuppeln, wir haben gar nichts, keine Traktion, logischerweise 600er, 110 PS vielleicht, irgend sowas. Aber es wird spannend, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich bin ja schon ein bisschen verwöhnt. Von dem her, bleibt da dran, ich bin selber gespannt, ich habe keine Ahnung, wie sich das ausgeht, wir werden sehen. Bis gleich. So, unser erster Turn mit dem Low-Budget-Projekt ist geschafft. Ich muss sagen, ich bin nach der ersten fliegenden Runde wieder reingefahren, weil der Bremshebel so weit da war, dass ich quasi an den Ringfinger angestoßen bin. Und es war erstmal so ein großer Überraschungseffekt. Da bin ich reingefahren und habe den Hebel nochmal weiter weggedreht. Das war in der Boxerin nochmal ein bisschen anders Feeling. Und dann ist es natürlich total crazy, wenn du keine Kupplung mehr hast, wenn du Kupplung nutzen musst zum Runterschalten, musst du extrem aufpassen beim Runterschalten, hier speziell über die Welle, dass das hinten nicht auskeilt oder sowas. Leistung ist natürlich überhaupt keine vorhanden, speziell für mich als Tausenderfahrer ist es extrem schwierig, weil ich von der Geräuschkulisse her am Scheitelpunkt viel zu untertürig bin. Und dann, wenn ich ans Gas gehe, dann passiert halt bei der 600er nichts, wo bei der 1000er gerade volles Drehmoment anliegt. Da muss ich mich daran gewöhnen, das hat ein bisschen gedauert, aber ich bin in der sechsten Runde, keine Ahnung, trotzdem gleich eine 1,36 gefahren, nachdem ich die ein paar Tausender überholt habe. Das war gar nicht so einfach, weil da musst du im Infield dann irgendwie schauen, dass du vorbeikommst, weil auf der Geraden banieren die dich alle. Aber die habe ich dann in der Kurve die Schneid abgekauft und habe dann Meter gemacht auf der Geraden. Dann habe ich gedacht, jetzt bremst du ein bisschen später, dann sind die schon weg. Ja, und dann bin ich 1,36 gefahren und das ist für den ersten Turn gar nicht so schlecht. Aber ich denke, da sind noch 2-3 Sekunden drin. Das werden wir uns jetzt in den nächsten Turns anschauen. Der Reifen schaut gut aus. Ja, ich tue jetzt noch ein bisschen Sprit rein und dann gehen wir in den nächsten Turn. So, das war Turn Nummer 2. Es ist ein bisschen schneller geworden, aber nicht recht viel. 36 Mitte oder Tiefe oder irgendwas sowas. Ich muss ein bisschen mit den Tausender spielen. Das ist echt funny. Irgendwie macht es Spaß. Auf der anderen Seite nervt es aber, wenn die auf der Geraden davonfahren und dann stehen sie in der Kurve im Weg.
Das ist tatsächlich strange, das hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass das wirklich so krass ist. Da musste ich ein paar Mal wirklich durchsetzen und sagen, ja, ich bin hier schneller. Aufs Große und Ganze, und die müssen dann auf der Geraden wahrscheinlich mal ein bisschen lupfen, oder du musst das durchs Infield halt dann so viel schneller fahren, dass sie halt dann auf der Geraden gerade mal wieder rankommen. Echt strange. Ich gewöhne mich so langsam dran. Ich finde es trotzdem anstrengend, weil das mit Kuppeln und bin ich doch nicht mehr so gewohnt. Aber ja, das Fahrwerk arbeitet mega gut, die Bremse auch, also Bremskraft mehr als wir brauchen. Das Fahrwerk schluckt die Wellen hinten super schön, die speziell in der Kurve 4 sind. Habe jetzt die Druckstufe noch ein bisschen zugemacht vorne, weil ich beim Gas zumachen so in Schräglage und dann in die Bremse reingreifen, wo es runter geht ins Infield auf die Rechtsumlegen, habe ich so ein bisschen so ein Wegknicken gehabt, so ein schnelles. Das habe ich durch die Erhöhung der Druckstufe jetzt ein bisschen kompensiert. Das hat sich jetzt gar nicht so schlecht angefühlt. Ansonsten kann ich gar nichts Negatives sagen. Also wirklich null. Ich muss mich jetzt ein bisschen daran gewöhnen. Ich glaube 2-3 Sekunden sind da tatsächlich nicht möglich. Das habe ich vorher so ein bisschen im Eifer des Gefechts gesagt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, inwiefern, dass ich jetzt halt abhängig von dem, ob ich jetzt wirklich eine freie Runde gehabt habe oder nicht, das kann ich gar nicht so genau sagen. Aber ich denke, das Maximum für mich jetzt mit dem Motorrad, traue ich mir 34 zu. Maximum. That's it. Schauen wir, jetzt ist Mittagspause und dann gehen wir in den dritten Turn und schauen wir mal, ob sich da irgendwas verbessert. Turn 3. Ja, langsam wird es anstrengend, obwohl so wenig Leistung, weil man kann echt spät bremsen und das ist dann trotzdem anstrengend. Jetzt kriege ich ein bisschen Bewegung rein, jetzt muss ich ein bisschen mehr abdämpfen, glaube ich, über die Dämpfung. Rundenzeit ist nicht das, was ich mir vorstelle. Also es ist schwierig runterzuschrauben, es hat sich viel schneller angefühlt. Ich habe natürlich keinen Laptimer drauf, dummerweise. Dann dachte ich mir so, das war jetzt bestimmt 34, 35, komme rein, 36,2. Das war schneller, wieder 2-3 Zehntel. Aber es fühlt sich um einiges schneller an. Sie hat halt echt extrem wenig Leistung im Verhältnis zu anderen 600er. Bin mit so einer RJ 27 mal zusammengekommen, ich fahre auf der Geraden auch weg. Aber das soll nicht das Problem sein. Aber das dauert echt, bis man sich da umgewöhnt. Also vor allem auch der Kurvenspeed, und man kann einfach früher ans Gas noch runder fahren, noch sauberer fahren, obwohl es eigentlich schon ganz gut geklappt hat. Moped fährt super. Das Einzige, was ich jetzt noch machen würde, wenn es meins wäre, ich würde jetzt noch irgendwie schauen, dass man Anti-Hopping-Kupplung einbaut. Weil ohne Anti-Hopping ist speziell da beim Runterschalten hier und hier Ende auf die Zagreb beim Anbremsen, ist schon crazy. Da würde ich mich später runterschalten trauen, wenn ich wüsste, dass das Hinterrad nicht so stehen bleiben würde oder später bremsen würde. Dann hätte ich am Scheitelpunkt gern vorne ein bisschen mehr Abstützung. Ich glaube, wir müssen sie doch ein bisschen härter federn fahren. Es sind jetzt 9,5 Federn drin. Ich glaube, da würde ich schon hochgehen jetzt auf 9,75 oder 10 sogar. Ist jetzt aber auch dem geschuldet, ich sage jetzt mal so, demjenigen, dem wir das jetzt verlosen, da können wir jetzt auch nicht davon ausgehen, dass der jetzt hier 1,33 fährt. Von dem her macht es vielleicht Sinn, dass wir das jetzt auf jeden Fall so lassen, bevor wir da jetzt nochmal härtere Federn einbauen. Ich werde jetzt mal das versuchen, mit ein bisschen mehr Federvorspannung zu kompensieren. Zusätzlich noch ein bisschen mehr abdämpfen, dass es ein bisschen langsamer wird in den Federungen. Und dann probieren wir es nochmal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum Resümee. Ich muss jetzt sagen,
Den Test höre ich jetzt hier auf mit 1,35, 4 oder 5 oder irgend sowas. Aus dem Grund, ich will jetzt hier nicht mehr noch defekt machen, als es vielleicht irgendwann mal sein wird. Und der neue Besitzer soll auch noch was für den Motorrad haben, auch von den neuen Bremsbelägen und so weiter, sollen auch neu bleiben. Da sind jetzt 4, 5 Turns drauf. Ich denke, wir können jetzt das bei belassen. Ich habe jetzt das Fahrwerk noch mal ein bisschen abgestimmt, so eine Feinabstimmung gemacht an der Strecke quasi. Wenn ich jetzt das Motorrad haben würde als meines, dann würde ich ein paar Sachen noch verbessern. Ich würde zum einen die Fußrasten ändern, weil die schleifen schon relativ früh. Dann würde ich versuchen, Anti-Hopping-Kupplung einzubauen. Ja, und das sind so zwei wichtige Sachen, die wo mir jetzt am Herzen liegen würden, wenn ich damit noch schneller fahren möchte. Und vielleicht noch ein Schaltautomat. Vielleicht gibt es einen Blipper, ich weiß nicht. Sowas in der Richtung. Das hat mich dann ein bisschen limitiert beim Speed. Speziell beim Anbremsen durch keine vorhandene Anti-Hopping-Kupplung. Da glaube ich, ging noch ein bisschen mehr. Und ansonsten ist es aber eigentlich ein Motorrad, das wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und wir gehen jetzt halt ins Office nach Hause und schauen uns mal alle Teilnehmer an und losen über ein automatisches System den Teilnehmer aus, der dieses Schmuckstück hier gewinnt und bei uns abholen darf. Und deswegen springen wir jetzt in die Verlosung. So, Matthias, wie schaut es denn jetzt mit dem Low-Budget-Projekt eigentlich aus? Ja, gut, gut. Da braucht man fast noch einen Gewinner, gell? Ja, ja, wir haben so ein Online-System, oder? War das Online-System? Ja. Das, wo die Gewinner gezogen hat. Wir haben ja eigentlich drei Gewinner. Also es gibt drei Gewinner. Einer gewinnt das Motorrad, ne? Einer gewinnt einen Satz Michelin-Reifen. Ja, du kannst steigen. Du hast keine Angst haben, du bist eh auf die ganzen Videos eh. Das macht mich nervös. Und dann haben wir noch... Da haben wir noch einen dritten Gewinner, weil wir haben ja zu viel Cash zusammengekriegt, das war eigentlich gar nicht Absicht war. Und der dritte Gewinner, der bekommt einen Gabelservice von uns. Oder haben wir es noch? Gabelservice. Ja, genau, Gabelservice. Und ich hoffe, dass das Moped einer kriegt, der es A nicht gleich wieder verkauft, der B das auch fährt, ja, und der C sich das Moped, so wie es darstellt, mit dem Fahrwerk und mit der Bremse vielleicht nicht hätte leisten können oder zumindest vielleicht nicht die Ambition dazu gehabt hätte, das zu machen, aber jetzt den Vorteil daraus hat. So, das sind so meine Wünsche, aber ich kann das natürlich nicht beeinflussen. Von dem her hoffen wir einfach, dass das so hinhaut. Und ich würde sagen, wir lassen jetzt das System, das Online-System, automatisch den Gewinner ziehen von dem Low-Budget-Projekt. So, gewonnen hat das Motorrad die Suzuki GSX-R 600 K5. Der Herr, muss man dazu sagen, weil es ist keine Frau, wenig Frauen mitmacht, sorry. Der Herr Yannick Alsbach hat das Motorrad gewonnen. Bitte Yannick, schreib unser E-Mail an die info@sbk-tech.de und mach damit uns aus, wann du das Motorrad abholen möchtest. Du kannst es natürlich jederzeit in unseren Geschäftszeiten abholen. So, hier einen Satz Reifen gewonnen hat der Stefan Spohn. Stefan, schreib uns eine E-Mail an die info@sbk-tech.de und mach da aus, wann wir dir oder wohin wir dir den Satz Reifen schicken sollen. Den schicken wir per Post oder DPD. So, und Schluss letztendlich, last but not least, den Gabelservice hat gewonnen der Yannick. Schon wieder Yannick. Alter. Zufall. Zufall. Yannick Müller hat den Gabelservice gewonnen. Yannick, schreib uns einfach bitte kurz eine E-Mail. Wann du uns deine Gabel zukommen lässt, dann machen wir dir einen coolen Service mit ein bisschen einer Feinabstimmung, kriegst von uns als Geschenk für das Mitmachen von dem coolen Projekt. Herzlichen Glückwunsch an die Teilnehmer, an die Gewinner. Für alle, die jetzt noch nichts gewonnen haben, es tut mir leid, wir können es nicht beeinflussen, aber wir werden sowas wahrscheinlich noch öfter machen, weil das kam halt auch wirklich gut an. Von dem her würde ich sagen, wir überlegen mal, wir haben schon ein paar so Brainstorming. Schreibt es auch gerne in die Kommentare rein, welche Art von Projekte, das ihr vielleicht in dieser Art und Weise nochmal gerne machen möchtet. Mit eurer Unterstützung können wir natürlich mehr realisieren, so wie jetzt das Low-Budget-Bike. Und wie ihr seht, wir haben hier auch in Zukunft ein paar Reifen. Schaut gerne rein in unseren Online-Shop. Wir haben hier jetzt 300 Michelin-Reifen da. Die gibt es nicht nur einfach so im Online-Shop zu kaufen, im Sinne von, die kaufen wir jetzt, sondern die gibt es mit unserem Support. Also mit meinem Support, welche Mischung brauchst du? Wo fährst du hin, auf welche Rennstrecke, du kannst mich anrufen, welchen Luftdruck und so weiter. Das bieten wir euch ganz exklusiv mit Kooperation von Michelin und vom Tom Ecker. Bieten wir euch das an. Also schaut gerne vorbei in unserem Online-Shop. Ansonsten schreibt gerne rein, wie ihr das Projekt gefunden habt, was ihr zu dem Bike sagt, was ihr zum fahrerischen Niveau des Bikes sagt
Und wenn ihr vielleicht irgendwelche Fragen habt im Sinne von Fahrwerk, Bremserei und so weiter, schreibt es auch gerne rein. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Projekt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für das tolle Projekt. Danke an alle, die mitgemacht haben. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald und ciao.